Und damit willkommen zurück im Graben, Leute. Und damit diesmal zu dem Franzosen-Video. Ich habe mir nämlich gedacht, ich zeige jetzt mal die französischen Waffen. So, wie sieht das aus bei uns? Wir sind direkt der Trilleur d'Elite, der Elite-Schütze, wenn ich das richtig deute. Ich möchte allerdings mal von vorne anfangen, und zwar mit dem französischen Revolver. So, ach, Flandern, das ist die Karte mit dieser richtig großen Entfernung. Und da hinten sind schon welche. Wir haben hier eine Talkimme oder Korbkimme mit einem Perlkorn. Und ich treffe trotzdem nichts, obwohl die Vision eigentlich relativ gut ist. Und das ist der französische Revolver. Der hat eine Ausschwenktrommel und das lässt sich deswegen ein bisschen schneller nachladen als zum Beispiel der Reichsrevolver. Allerdings ist er auch Double Action und hat deswegen nicht die größte Feuergeschwindigkeit. Und ich versuche mal hier am Bunker Deckung zu nehmen. Geht allerdings nicht, weil vor dem Bunker Stacheldraht ist. Übrigens eine Sache, die ich auch immer wieder erwähne. Eines der allerwichtigsten Neuerungen im Ersten Weltkrieg waren nicht die Maschinenpistolen oder die Panzer oder so, sondern das Wichtigste war teilweise der Stacheldraht. Weil erst der Stacheldraht macht Sturmangriffe durch Kavallerie wirklich unmöglich. So, das war jetzt ein Volltreffer. Aber wie gesagt, von dem Revolver bin ich nicht wirklich überzeugt. Er macht auch ein bisschen wenig Schaden. So, da kriege ich fast nur Hitmarker, wenn man nicht gleich einen Volltreffer setzt. Was hatte ich sonst noch? Fernglas? Granate habe ich keine, die würde angezeigt werden. Das heißt, diese Klasse hier nur mit dem Revolver ist nicht wirklich gut. Ach so, stimmt, ich kann auch was rufen. Recon Plane. Ach, die haben eher das langweilige Flugzeug. Übrigens habe ich das mit den ganzen Fertigkeiten-System auch noch nicht ganz so überblickt. Und zwar sieht das ja so aus, dass komischerweise nur Kanadier, Senegalesen und Stoßtruppen, nur die haben Gas. Und welches Gas die haben, wird auch irgendwie durch das Quad-Level berechnet. Und die sind irgendwie gerade ein bisschen schlecht drauf, die Mittelmächte, denn ansonsten hätten die mich wahrscheinlich schon normalerweise schon längst erledigt. So, für den Graben ist der Revolver okayisch. Ansonsten würde ich dann gerne etwas anderes haben, wenn es geht. Mann, lad schneller! Ja, und nur 6 Patronen bei dem Revolver, der so lange zum Nachladen braucht, ist nicht unbedingt super. So, der achtet gerade nicht auf mich. Oh, Glück gehabt. So, Vorführeffekt. Eigentlich wollte ich eher sagen, dass der Revolver nicht so ganz so gut ist. Ich gehe aber mega ab mit dem Revolver. Mein eigenes Recon Plane, wie sieht's aus? Übrigens kann man auch mit ganz normalen... Ah, verdammt. Ah, ich wollte gerade sagen, man kann übrigens auch mit ganz normalen Waffen Leute verprügeln. So, dann gucken wir hier. Ah, Bärtier. Unlock. So, das müsste jetzt der lange Bärtier sein. Genau, mit dem 3-Schuss-Laderahmen. So, als erstes ist das Visier wieder ein bisschen komisch. Und zwar hat das Spiel ja so ein bisschen chronisch das Problem. Und wir haben wieder einen Bot, der sich wieder als Vogelscheuche beteiligt. So, 3 Schuss und dann müssen wir nachladen. So, wie immer gesagt, Laderahmen sehen so aus, die kommen mit in die Waffe. Ladestreifen kommen nicht mit in die Waffe. Es gibt je nach Ansicht noch eine weitere Form, die sogenannte Ladespange. Die kommt erst mit in die Waffe, wird dann aber wieder rausgezogen und bleibt dann nicht dauerhaft in der Waffe. Die kommt einmal kurz rein. Dafür gibt es allerdings auch relativ wenige Beispiele, ich meine. Das Ding von diesem, wie heißt das denn nochmal? Ach du Kacke. Dieses italienische leichte Maschinengewehr, das ist ein italienisches leichtes Maschinengewehr, das kommt aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, Breda Modell 30 oder so heißt es. Das gibt es unter anderem in Call of Duty WW2. Da wird, das Ding hat zwar ein Magazin, aber das Magazin wird so zur Seite weggeklappt an so einem Scharnier. Dann kommt da so eine große Ladespange rein in das Magazin. Dann wird diese Ladespange aus dem Magazin rausgezogen und dann hat man die Patronen nachgeladen. Richtig komisches Ding. Das Breda 30 gilt auch als eines der schlechtesten Waffen überhaupt. Hier sind welche von mir. Wo muss ich denn überhaupt hin? So.
So, kein einziges Mal getroffen und schon muss man nachladen. Das lässt wirklich stark zu wünschen übrig. Und er hier hat das Ganze dann nochmal als Scharfschützenausführung. Und ich muss mir mal merken, er ist ein gutes Thumbnail. Kommt darauf an, wie schnell ich das Video geschnitten bekomme. Bei manchen Videos brauche ich ein bisschen, um die zu schneiden. Und dann weiß ich nicht mehr, was ich als Thumbnail haben wollte. Dann muss ich immer mal das ganze Video durchgucken. Ja. Am besten hinlegen. Und ich habe das Nachladen abgebrochen, verdammt. So schnell zur Seite. So, der Bert hier ist an sich kein schlechtes Gewehr von der Präzision und von der Reichweite her. Das ist jetzt eigentlich eher mir geschuldet, dass ich ihn treffe. Aber dieser 3-Schuss-Laderahmen, der ist furchtbar. Was hat er? Okay, er hat den normalen. Unlock. Er hat den normalen Musketon. Genau, diesmal mit Rosalie-Bajonett. Rosalie-Bajonett übrigens eines der... Ich finde, es sieht relativ cool aus und es hat auch eine relativ gute Reichweite. Einige... Ah, ein bisschen zu weit. Bisschen zu weit nach links ausgerückt. So, da sind welche. So, Treffer und man muss sofort nachladen. Also ich habe keine Ahnung, was sich die Franzosen dabei gedacht haben. 3-Schuss-Laderahmen einzuführen. Besonders, weil die ja mit dem Lebel-Gewehr, was wir am besten als nächstes spielen, ja schon mal ein Gewehr hatten, was eine relativ gute Kapazität hatte. Aber beim Lebel-Gewehr hat man halt das Problem, also bei Röhrenmagazin hat man das Problem, dass sich bei jedem Schuss ja der Schwerpunkt der Waffe ändert. Und deswegen sind diese Mittelscharfmagazine halt auch damals als überlegen angesehen worden. Und zwar, das Gewehr wird nur insgesamt leichter, der Schwerpunkt verlagert sich nicht. Unsere Schwerpunktverlagerung nach jedem Schuss ist ja nicht wirklich gut für die Präzision. Ach, ich darf nicht weiter. Ach, wir sind in der Verteidigungsphase. Da geht das natürlich nicht. So, der Angriff wird natürlich nicht vom Soldaten selber bestimmt. Sondern vom Kommandanten, der ich übrigens immer noch bin. Das heißt, ich kann mal wieder ein Flugzeug holen. Alter, wolltest du mich gerade kolben? Das mit dem Vorhalten habe ich mit dem Gewehr auf jeden Fall nicht drauf. Stelle ich jetzt mal so fest. Ach, wir sind in so einem Appendix. Ich wollte einfach den Graben entlang laufen. Ich wollte nicht desertieren. Nein, nein. Allerdings gucke ich gerade in die falsche Richtung. Die Front ist auf der anderen Seite. Okay, das ist einfach nur ein Blech. Und was noch dazu kommt, diese Laderahmen, die kann man nicht zwischendurch nachladen. Ich kann jetzt nicht einen Schuss verschießen und dann nachladen. Ich muss erst immer alle 3 Schuss verschießen. Aber diesen 3-Schuss-Rhythmus habe ich überhaupt nicht drauf. Ich wollte jetzt nochmal schießen. Das ist wirklich... Was macht er hier? Ringelpiez mit anfassen? Das ist so eine Art neuer deutscher Tanz. Da ist einer. Könnte mich jemand bitte von dieser Waffe erlösen? Ach, jetzt! Sturmangriff! So, Bayonettangriff ist auf F. Das verwechsel ich immer mal wieder. Für Frankreich oder was man als Franzose so ruft, wenn man angreift. Also mit einer Patrone gehe ich natürlich nicht weiter, sondern lad vorher nochmal nach. Wollt so einen schönen Bajonettangriff machen. Keiner stellt sich zur Verfügung. Autsch. Das ist einer. Das auch. Und direkt schon wieder nachladen. Habe ich noch was anderes dabei? Habe ich vielleicht eine Granate? Aber die Granate würde mir angezeigt werden. Ja, leider nur den. Sehr schön. So, gucken wir mal in die anderen Rollen rein. Er müsste ein bisschen besseren Kram haben. Genau, hier gibt es das Lebel-Gewehr. Das Lebel-Gewehr ist sehr viel cooler. So, hier haben wir das gute alte Lebel-Gewehr. Relativ gut daran zu erkennen, dass der Mittelschaft halt nicht geschäftet ist, sondern aus einem Stück Metall besteht. Lebel geht übrigens als eines der ersten wirklich modernen Gewehre, also wirklich modernen Mehrladegewehre.
Nee, er ist von mir. Mal so ein bisschen auf die Karte gucken. Aber er nicht. Sehr schön. Es wird ein bisschen zu schnell fertig geladen im Spiel, kommt mir so vor. Autsch, da habe ich einen übersehen. Max Mau. Übrigens, ein großer Nachteil von diesem Röhrenmagazin ist auch, dass es zu Kettenzündungen kommen kann. Und zwar sitzt ja quasi jede Patrone... Ja, bist du jetzt Gegner oder nicht? Nee, okay, du bist blau. Jede Patrone sitzt ja mit ihrem Geschoss hinten auf dem Zündhörnchen der anderen Patrone. Bei 8mm Lebel hat man zwar so einen Rand eingebaut, damit das nicht unbedingt passiert, aber es ist doch schon mal doch immer wieder vorgekommen. Und das große Problem ist, wenn eine Patrone davon zündet, dann sieht das ja so aus, dass sich halt Geschoss und Patronenhülse voneinander trennen. Und das sorgt dafür, dass alle anderen Patronen im Magazin auch nochmal stark mit ihrem Zündhütchen, also mit ihrem Geschoss aufs Zündhütchen drücken bei der jeweils anderen. So, Zeit nachzuladen. Und das Ganze sieht so aus, man öffnet halt den Verschluss und dann muss der Schütze, allerdings, da ist jemand Matzen, hoffentlich sieht er mich nicht, sieht mich doch. Und zwar sieht das so aus, dass man halt den Verschluss aufmacht und dann hat man unter der Patronenkammer halt sozusagen noch ein Loch und in das Loch kommen dann die Patronen, die man nachlädt. So, mal gucken, was hätten wir hier? Na, ich würde mal sagen, noch eine Runde Lebel und danach können wir dann Mousqueton holen. Mousqueton, oder wie man das ausspricht. Mann, mach hin, ich will zurück in den Graben. So, wo sind die denn? Hänge ich mal hier in den Bunker. Ah, bin ich direkt in den Stacheldraht gelaufen. Das ist keiner, ne? Das ist keiner von mir. Ist auch nicht. Ist auch nicht. Okay, Katze auf dem heißen Blechdach. Ich finde, es ist ausreichend präzise. Es ist nicht so super präzise wie andere Gewehre. Also nicht so präzise. Also der König ist sowieso das Mauser-Gewehr. So, und jetzt brauche ich erstmal eine ganze Weile, bis ich das ganze Ding nachgeladen habe, weil ich jede Patrone halt unten in die Laderöhre reinschieben muss. Dafür kann ich fast jederzeit sagen, Schluss, ich habe genug Patronen. Und ich kann auch jederzeit... Wenn das nötig ist, Patronen nachlegen. Das heißt, ich muss nicht warten, bis ich irgendwas, bis ich irgendeine gewisse Zahl von Patronen verschossen habe. Dafür bin ich allerdings immer auch gleich langsam. Ich glaube, ich muss nochmal genau die Geschichte vom Benier Merci Gewehr lesen. Denn es ist, mir fällt gerade gar nicht ein, warum die das genau hergestellt haben. Es gab irgendeinen guten Grund. Es gab auch einen guten Grund für diesen Dreischuss-Ladestreifen. Ich weiß nicht mehr genau, ob das jetzt irgendwie so Lizenzfertigung war. Denn, ach so, Laderahmen. Also die Laderahmen beim Bert hier. Denn der Laderahmen ist ja eigentlich erfunden worden von Ritter von Mannlicher, von Österreicher. Ob die dem irgendwie keine Lizenzgebühren zahlen wollten oder so, als sie noch nicht im Krieg waren. Ah, Pixel am Horizont-Simulator. Verdammt, letzte Patrone. Ah, letzte Patrone noch getroffen. Sehr cool. Und jetzt erstmal eine Runde aussetzen. So, da ist er. Ah, wenn man das mit dem Treffen noch nicht so gut drauf hat, immer warten, bis die in einen reinlaufen, in das Visier. So. Dann werde ich allerdings auch sagen, Zeit für Sturmangriff, denn wir wollen ja noch das coole, den coolen Bert hier. Die ganzen, die Bert hier, die sind ja nicht alle doof. Nur einige. So, mit zwei Patronen werde ich den Sturmangriff nicht fortsetzen. Sachpatronen, Kammerstängel geschlossen und weiter geht's.
Ach, wir sollen die fänden. Da hängt jemand mit einer Mauser, oder? Und weg bin ich. Sehr gut, dann können wir auf das Musketon wechseln. Und zwar auf das coole M16 Musketon. Da haben sich die Franzosen nämlich gedacht, ja, das mit dem 3-Schuss-Ladestreifen, das war jetzt nicht so geil. So 5 Schuss ist schon besser. Ja, ich direkt im Kampf gestehen. Habe ich eine Granate? Immer wenn ich eine bräuchte, habe ich gar keine. Ich finde das Fertigladegeräusch so cool, so weich. Ach, das ist einer im Gebüsch. So, auch ein 5er Laderahmen hält leider nicht ewig. Ab in den Graben, zur Not einfach bajonettieren. Ah, fuck, von allen Seiten. Ach, Kurzdeckung. Ja, und genau das ist das Problem. Und zwar muss ich jetzt eine Kugel einfach irgendwo in die Gegend schießen. Und kann dann erst nachladen. Ich versteck. Okay. Adolf Hinninger kann halt durch Stoff sehen. So, dann reicht das aber auch. Ich kann auch das APX-Scope zeigen. Das APX-Scope ist nämlich eines der besseren Scopes im Spiel. Wir haben ja in der letzten Folge das unglaublich furchtbare War on Swayze Maskezeit gesehen. Aber ich möchte gerne bei dir starten, wenn es geht. So, ich muss mir jetzt natürlich bei Scharfschützengewehren und bei Maschinengewehren ist es immer relativ wichtig, dass man eine gute Position findet, wo man sehr viel sehen kann, ohne dass man unbedingt von den Bots angeguckt wird. Hier sehen wir auch, das APX-Scope ist ebenfalls seitlich angebracht. Und wir sehen, wie viel größer das APX-Scope ist. Ist das schon gut? Wie viel größer das APX-Scope ist, im Gegensatz zum Wall on Swayze. Ich bin, glaube ich, ein bisschen zu weit vorne als Scharfschütze. Ah, verdammt. Schade. Das sah nämlich auch teilweise so aus, dass man damals steckte die ganze Optik noch in den Kinderschuhen. Die wurde größtenteils für Mikroskope verwendet, für Teleskope und für die Fotografie. So wirklich, bis auf Deutschland hatte damals kaum ein Land irgendwie eine Tradition, Zielvisiere herzustellen. Deutschland hatte relatives Glück, weil die Jagdtradition über dem Kopf von ihm hier drüber, aber er hat es trotzdem nicht überlebt. Weil die Jagdtradition in Deutschland zu dem Zeitpunkt schon die Jagd mit Optiken sozusagen eingeführt hat, welche in anderen Ländern so nicht existierte. Das ist auch eine ganz lange Geschichte. Da gibt es, glaube ich, auch ein ganzes Buch drüber, beziehungsweise gut erklärt wird das in Out of Nowhere, The History of the Military Sniper von Martin Pegler. Das ist ein relativ gutes Buch und zwar wird darin erklärt, dass die Deutschen mit dem Scharfschützenwesen relatives Glück hatten, weil die Deutschen halt Jäger hatten. Zum Beispiel gab es zwar auch Jagd in den anderen Ländern, aber in England zum Beispiel war das dem Adel vorbehalten und so ganz normale Alltagsjäger hatte man dann nicht, die man dann als Scharfschützen einziehen konnte, beziehungsweise als Scharfschützen rekrutieren konnte. Und ich meine, Frankreich hatte nur eine professionelle Jagd und keine wie nennt man das? Privatjagd? So, und ihr seht, dass das Scope ist super im Vergleich zu den anderen. Allerdings die Waffe, die man hier nach allen 3 Schuss nachladen muss, lässt wirklich zu wünschen übrig. Wir sind schon gefährlich nah. So, ja, Spiel Vogelscheuche. Und jetzt ist mein Sound auf einmal total leise. Ah, die kommen in unsere Gräben. So, schnelle Zielerfassung ist damit aber auch richtig schwierig. Muss man schon Glück haben. Also, Nahkampf würde ich erlassen. Übrigens haben wir jetzt hier auch mit dem Berthier ein Beispiel, und zwar dieses Gewehr. Wenn dieses Gewehr kein seitlich angebrachtes Visier hätte, könnte man es eigentlich gar nicht nachladen. Weil
Ich meine, der Laderahmen, der fällt halt unten raus. Obwohl, man könnte es wahrscheinlich versuchen nachzuladen, indem man einen leeren Ladestreifen von unten zurück in die Waffe drückt, wenn das möglich ist, das weiß ich gerade nicht, und dann versuchen, von oben eine Patrone zwischen die Magazinlippen des Laderahmens zu fügen. Also zu drücken. Ansonsten würde ich sagen, das Ding könnte man in der Realität nicht, nicht nachladen, wenn es ein zentriert sitzendes Zielvisier hätte. So, dann gucken wir mal, was wir hier sonst noch haben. Ich guck mal wegen der Übersicht. Hier ist nichts, was wir nicht schon gesehen haben. Die Ruby-Pistole eventuell, aber die macht, die ergibt wirklich keinen Sinn auf den großen Karten. Haben wir hier noch von... Hier können wir uns mal Shosha angucken. Dann werden wir mal zu Poo, keine Ahnung, wie er die ausspricht. So, wir brauchen den Mitrailleur. Mitrailleur, wenn man jetzt richtig... Ich glaube, Mitrailleur heißt einfach Maschinengewehr, oder? Und ist schon ausgerüstet. Wir müssen also nur noch ins Feld. Übrigens, das Aufstellen von Maschinengewehren ist ein bisschen kompliziert. Und zwar geht das so ein bisschen wie in Battlefield 3. Man hat allerdings immer diesen roten Nupsi. Und der sagt einem, wo man sich dann hinstellt. Und ob man da... Naja, das war jetzt natürlich doof, mich hier ins Gras zu stellen. Und wo man dann jetzt endlich genau landet, ist manchmal ein bisschen zufällig. So, und aus der Hüfte schießen ist halt super ungenau. Allerdings kann man damit schon mal den einen oder anderen Graben stürmen. Man darf leider nicht mit rennen. Um rennen zu dürfen, muss man auf die Pistole wechseln, wie auch immer das gedacht. Das ist übrigens eine Ruby, dann kann man die doch nochmal zeigen. So, dann stürmen wir mal mit Ruby den Graben hier. Leider auch nicht die größte Kapazität, aber ich meine, es sind 8, oder? Ne, es sind 9. 9 ist eigentlich schon eine relativ gute Kapazität. Natürlich jetzt nicht Niveau von einer langen Luger mit dem Schneckenmagazin, aber 9 war schon eine der besseren Kapazitäten. Da habe ich mich dann ein bisschen vertan. So, dann wollen wir hier mal angreifen. Die hat auch übrigens ein schönes Absehen. Diese V-Kimme kann man richtig gut bezielen. Die anderen Blattkimmen, die gefallen mir meistens nicht ganz so gut hier im Spiel. Hier diese V-Kimme ist schon super. Und vor allem die Feuergeschwindigkeit ist klasse bei der Ruby. Und ich finde das immer wieder verwirrend, dass halt der Soldat nicht hergeht und den Finger vom Abzug nimmt. So, können wir das hier hinstellen? Ja. Erledigt. Oh, da kommen sogar noch ein paar mehr. Können wir auch mal Vollautomatik schießen. Obwohl ununterbrochene Vollautomatik ist nicht immer so die beste Idee. Ich schieße mit dem Shoshar sehr viel lieber so Doppeltap oder Einzelschuss. Ah, weg hier. Man kommt allerdings schneller als bei Battlefield 3 aus dem Aufstand, aus dem ausgesetzten Maschinengewehr wieder raus. Ich meine, das dauerte in Battlefield 3 immer ein bisschen länger. Oder verwechsel ich das gerade mit Rising Storm 2 Vietnam? Das kann auch relativ gut sein. So, dann haben wir noch 11 Minuten. Fliegt hier noch irgendwas rum? Hier kriegt man einfach nur ein Bettier. Warum sollte man diese Klasse wählen, ganz ehrlich? Wie im letzten Video, also wie im vorletzten Video schon erklärt, sieht das so aus, dass das Shosha wirklich eine der Waffen ist, wo ich die meisten Kills mit habe. Das liegt allerdings eher daran, dass ich einmal eine richtig gute Position gefunden habe. So, nachladen. Übrigens, einer der größten Nachteile vom Shosha war damals, dass halt das Magazin an der Seite offen ist, und mich hat mal jemand gefragt, wie die auf die Idee gekommen sind, ein Magazin zu entwickeln, wo einfach die Seite offen ist, wo man die Patronen sehen kann und wo auch Dreck in die, an die Patronen kommen kann. Das hängt damit zusammen, dass normalerweise ein Shoshar-Schütze war nicht alleine, der hatte einen Nachlader, der neben ihm gesessen hat und nachgeladen hat. Und damit der Nachlader, also der MG-Schütze, also der LMG-Schütze 2 sehen kann, wann das Shoshar leer geschossen ist, hat man einfach so gemacht, man hat einfach ein Loch ins Magazin reingeschnitten, und dann konnte der Nachlader immer sehen, wann er dann nachladen musste und musste nicht die ganze Zeit auf die Waffe gucken. Das hat das Shosha in einer festen Stellung mit einem Nachlader zusammen dann doch schon relativ effektiv gemacht. Allerdings im Sturmangriff mit dem ganzen Matsch, dann war das ein relativ großer Nachteil. Man hätte einfach zwei Arten von Magazinen ausgeben müssen, meiner Meinung nach.
So, aber ich bin hier ein bisschen zu aggressiv unterwegs. Ich mache hier mehr Ruby-Kills. So, die hat leider allerdings auch nicht die meiste Reichweite. So, aber von der Zeit würde ich dann auch sagen, so mein nächster Tod wird dann wahrscheinlich Senegalese, um dann nochmal Bärenkram zu zeigen. So, schnell aufstellen. So, bei Bots geht das. Die kann man damit relativ gut überraschen. Solange ein bisschen leer geschossen ist, dann hat man ein Problem. Man kann übrigens noch immer so ein bisschen zur Seite, so ein bisschen sich sozusagen auf dem Zweibein bewegen. Sehr schön, laden wir mal nach, bevor wir ganz leer sind. Was mich ein bisschen wundert beim Shosha ist, dass es sau präzise ist über eine große Reichweite. In Wirklichkeit ist das ja ein System mit lang zurückleitendem Lauf und so Systeme, welche zur Automatikfunktion den Lauf bewegen, sind ja meistens nicht immer so die präzisesten. Raus. Rein. So, Ruby-Pistole. Und nächster Angriffsversuch. Nicht ins Gas rein. Ich finde es übrigens cool gemacht. Und zwar, ich meine, das war... Ne, hier ist es Fee. Hier ist es die Taste 4. In Battlefield 1 war es die Taste T. Und zwar, man kann Pistolen immer noch anschlagen, wenn man eine Gasmaske hat. Mit Gewehren geht das nicht. So. Muss mal gucken. Komisch, hier geht's. Eigentlich müsste ich jetzt einen großen Nachteil haben, denn jetzt liege ich ja nicht mehr mit meiner eigenen Wange auf dem Schaft des Shosha, sondern mit der Gasmaske. Dadurch hätte ich in der Realität einen schlechteren Anschlag. Ich weiß gerade gar nicht, ob man auch gar normale Gewehre mit einer Gasmaske anschlagen kann. Müsste ich am besten gleich mal probieren, wenn ich gleich die Senegalesen ausprobiere. Aber dazu müsste ich ja noch mal ins Gras beißen, das gerade nicht so aussieht. Jetzt habe ich mal wieder eine richtige Premium-Position mit dem Shosha. Ah, der ist mir dann gekommen. Der wird mich wahrscheinlich gleich hinten in den Nacken schießen. So, Dauerfeuer. Kann man von schnellem Einzelschuss beim Shosha nicht so ganz so gut unterscheiden. Alter, wieder Shosha-Killer hier. Multikill. Okay, Artillerie. Ich glaube, ich kann auch mal die Maske absetzen. Das meine ich jetzt übrigens diese ganz frühe Maske, die noch keinen wirklichen Filter hat, sondern die einfach nur so ein besserer Mundschutz mit Augen ist. Wie nennt sich das? Augen? Muscheln? Ich nenne es einfach Augen. Und mich hat jemand erledigt. Das heißt, ich wechsle mal. Jetzt muss ich natürlich gucken, wo noch der Rest ist. Ach hier, beim Fusilier gibt es noch das RSC. Ich finde, das RSC muss dabei sein. Da wird noch genug Platz. Das habe ich nicht gewechselt, ne? Aber ich meine, wenn ich... Ja, dann gehe ich raus. RSC ist ausgerüstet. Sehr schön. Das RSC ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Es kann zwar relativ schnell hintereinander feuern, da es ein Selbstladegewehr ist. Einmal drücken, einmal bang. Allerdings braucht man das so oft eigentlich gar nicht. Meistens braucht man die Zeit, die man durchrepetiert, sowieso zum Zielen. So. Ah, und wie ich das gesagt habe, komischerweise gibt es hier in dem Modus keine Klasse mit dem RSC 1918. Man hat nur das lange 1917. Wie wird das nachgeladen? Ach so, genau, man macht unten die Klappe auf und dann kommt ein Laderahmen kommt rein, allerdings von unten. Gucken wir mal, kann man die benutzen? Manche Leitern auf manchen Karten kann man benutzen, andere nicht. Eins, zwei, zwei. Es veranlasst auch so ein bisschen dazu, zu schnell zu schießen, weil man es halt kann. Das ist so ein bisschen der gleiche Effekt wie bei Day of Infamy beim Karabiner 43, da hat man das ja auch. Man kann den Karabiner 43 in Day of Infamy unglaublich schnell durchtriggern. Das große Problem dabei, ouch, ist allerdings, dass man das nicht sollte.
dass man dann doch eher die Disziplin haben sollte, anständig zu zielen. So, leider wird Rundenlänge sehe ich nicht immer, oder? Ich würde dann mal sagen, dann gucken wir nochmal, ob es hier irgendwas Wichtiges gibt, was ich vergessen haben könnte. So, dann würde ich sagen, dann gehen wir mal zu den Senegalesen und gucken uns deren Waffen an. So, dann möchte ich als erstes aber mal hier den Chef d'Assault nehmen und mal hoffen, vielleicht kann ich ja noch einen Gasangriff ordern. Denn komischerweise haben die guten Herren hier Gasangriff. Das ist der bekannte Revolver. Dann haben die hier ihr eigenes MLI. Genau, das erkennt man daran, dass es ein bisschen... Es ist wirklich nur minimal kürzer als der andere Wert hier. Ich glaube, da sind auch irgendwelche Haken oder so an anderen Stellen. Ich kenne mich mit französischen Waffen leider nicht genug aus, um den Unterschied zu kennen. Es gibt den Unterschied wohl. Ups, ah, hier ist Stacheldraht. Und ich meine, es sieht auch so aus, dass die Franzosen absichtlich den Kolonialtruppen Waffen gegeben haben, die schlechter sind als die Truppen von der, nennen wir sie einfach mal, Festlandarmee. Das hatte den Grund, dass falls irgendwie die Senegalesen einen Aufstand machen und dann die, wenn dann der Rest der französischen Armee kommt, damit der Rest der französischen Armee nicht gegen so starke Waffen kämpfen muss. Es kann aber auch sein, dass es Unsinn ist. Ja, die haben leider genau den gleichen Dreischuss-Laderahmen wie das andere Bett hier auch. So, ich bin zu früh geschossen. Und irgendwie bin ich mit dem Gewehr ultra schlecht. Mal gucken, wie sieht's aus. Xylil-Bromingas habe ich. Das dauert aber jedes Mal unglaublich lange zum Aufladen. Übrigens sieht es auch in den Statistiken aktuell so aus, dass die Mauser C96 Automatikpistole gerade meine beste Waffe ist, also die beste Waffe hier auf dem Spielstand, weil das Nasentier vorgestern die ganze Zeit Gas gespielt hat. Und die beste Waffe vom Anführer des Sturmtrupps, also der bei den Mittelmächten das Gas hat, die beste Waffe von ihm ist halt die Mauser C96. Deswegen hat die Mauser C96 meine lange Luger vom ersten Platz verdrängt. Wo sind die denn? Ah, hier. Oh, ich habe irgendwas geschafft. Ich habe meinen Squad wieder ein bisschen aufgelevelt. Ich habe immer noch diese Machete. So, die ist auf F. So, wegmachetiert. Das kann man schon mal machen. Die Machete ist recht cool, aber man hat so selten mal die Gelegenheit, Nahkampfangriffe zu benutzen. Weil die Bots sich das in der Regel auch nicht wirklich gefallen lassen. Okay, ich kann das Magazin nicht wechseln. Gehen wir mal hier rein in den Bunker. Wenn wir hier rausgucken, müssen wir noch eine ganze Bagage von denen erblicken, oder? Müsste ich denen jetzt nicht in den Rücken gefallen sein? Ist meine Orientierung so schlecht? Ach, hier darf ich gar nicht hin. Okay, hier sind welche. Ich bin gerade ein bisschen lost. Ja, aber hier geht's her. Das ist richtig. Ah, ich frage mich gerade, warum mein Squad-Leader mir keinen Befehl gegeben hat. Liegt daran, ich bin der Squad-Leader. Autsch. Oder vielleicht sollte ich zurücktreten. Ich glaube, das wäre eigentlich ganz gut, wenn ich zurücktrete. So, um eine Übersicht zu haben, gucke ich jetzt nochmal hier rein. Die haben ansonsten, außer ihrem eigenen Gewehr, auch nichts, was die Franzosen nicht auch haben. Die haben... War hier ein Visier drauf? Ich meine, die haben kein Visier. Was noch ganz gut ist, ist der Specialiste, oder wie man den ausspricht. Dann möchte ich gern Specialiste. So, wo ist denn... Genau, das ist die letzte Klasse. Die habe ich noch nicht... Warum habe ich die noch nicht freigeschaltet? Dann haben die hier nämlich einen M16 Musketon mit dem besseren 5-Schuss-Laderahmen und dazu noch die Ruby-Pistole, was relativ cool ist. Gibt es irgendwie bei den anderen Franzosen eine Klasse, die genauso ausgerüstet ist? Denn ich kann mich... Oder warum muss ich das jetzt freischalten? Das verwirrt mich jetzt ein wenig. So. Und ist sowieso schon fast Ende. Habe ich irgendeinen Knopf gedrückt, was mir irgendwie mein Hub ausblendet? Ich dürfte noch eine Patrone haben. Man erkennt auch immer relativ gut daran, dass man leer geschossen ist, dass wenn man das letzte Mal schießt, repetiert der Schütze nicht automatisch. Das hätte man auch anders lösen können, finde ich.
Genau, das war letztens habe ich noch mal ein Erste Weltkriegsspiel gesucht. Und zwar war das ein Mod für die Source Engine. Der lässt sich heutzutage leider nicht mehr starten. Da war das so gelöst, dass man jedes Mal Q drücken musste, um durchzurepetieren. Das war auch ganz interessant. Übrigens gibt es zu der Mod, ich glaube, die hieß einfach WW2, ohne irgendwas dabei. Da gibt es einen Beitrag zu auf unserem alten Blog, also auf rt877.blogspot.com. Würde mich übrigens freuen, wenn ihr euch das mal anseht. Und dieser ist es wieder eine deutsche Waffe, die tödlichste war. Das war ein ganz interessantes Spiel. Das sah zwar kacke aus, aber das hätte ich gern nochmal gezeigt, aber heutzutage kann man das leider nicht mehr installieren. So, dann würde ich auch sagen, dann vielen Dank fürs Zusehen dieses Videos. Oh, 35 Minuten ist ein bisschen lang. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren, anderen Kanal abonnieren. Ihr könnt natürlich auch an das Algorithmus-Tierchen denken, andere Videos gucken und Twitter und Instagram. Ja, ihr kennt den Kram. Ja, nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis dann.